Ja, vielen Dank für die nette Einführung, liebe Birgit, und auch nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen in die Runde. Mir ist es ganz wichtig, zu Anfang nochmal zu sagen, dass ich mit dieser Veranstaltung nicht vorhabe, in den wissenschaftlichen Diskurs über E-Portfolio-Arbeit einzusteigen, sondern dass es mir vielmehr ein Anliegen ist, Studierenden, Lehrenden und Lernbegleitern aus meiner Praxis heraus eine möglichst anschauliche Vorstellung von E-Portfolio-Arbeit vermitteln zu können, ja, wie sie funktionieren kann und wie sie eben aus meiner Sicht auch ein selbstbestimmtes Studieren unterstützen kann. Studierenden helfen kann, sich eigene Ziele zu setzen, ihr eigenes Wissen, ihre eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen wahrnehmbar zu machen, auch einzusortieren, einzuschätzen, weiterzuentwickeln und darüber hinaus eben auch das selbstständige Handeln besser zu organisieren und zu strukturieren. Das führt aus meiner Beobachtung heraus nicht nur zu einem selbstbewussteren Umgang mit dem Studenten, der Studenten mit ihren persönlichen Wissen und Fähigkeiten, sondern sie nehmen eben auch ihre Entwicklung selbst besser wahr und können sie gegebenenfalls auch anderen kommunizieren. So zum Beispiel ihren Lernbegleitern, ihren Professoren, ihren Tutoren, aber auch zum Beispiel den Beratern von der Studienberatung oder vom Career Service. Die erhalten dann nämlich einen viel konkreteren Einblick in die jeweiligen Lernbiografien und können ihre Vermittlungsformate und Beratungsformate auch viel zielgerichteter dann einsetzen. Ja, ich habe mir folgende Agenda für das heutige Webinar überlegt. Zunächst möchte ich ein Verständnis dafür schaffen, dass E-Portfolio als Instrument und als Methode zwei Seiten derselben Medaille sind und dass für eine gute Portfolioarbeit auch immer zusammen gedacht werden muss. Und in den ersten zwei Talks werde ich darauf näher eingehen und einen Bogen spannen von den Anfängen der Portfolioarbeit, von den Künstlermappen bis hin zum elektronischen Portfolio, um dann im dritten Teil auf das HBK-Konzept E-Portfolio selbstbestimmt und selbstbewusst fürs Studium einzugehen. Aber als erstes bin ich erstmal neugierig. Noch einen Schritt zurück, da war ich zu schnell. Ich muss mich auch erstmal an dieses Format des Webinars gewöhnen und ich bin es eigentlich nicht gewöhnt, meine Teilnehmer nicht zu sehen. Und ich bin natürlich neugierig, wer heute hier an meiner Veranstaltung teilnimmt und aus welcher Perspektive. Und es wäre sehr nett, wenn Sie sehen jetzt hier wieder ein graues Feld auf Ihrem Monitor, mal ein Zeichen setzen, aus welcher Perspektive Sie heute an diesem Webinar teilnehmen. Grundsätzlich ist das Webinar ja an Studierende, an Lehrende und an Lernberater adressiert gewesen. Natürlich sind auch alle anderen Interessierten hier herzlich willkommen. Genau, ich möchte noch eine nächste Abfrage machen. Vielen Dank erstmal für diese Angaben. Als nächstes würde mich interessieren, inwieweit Sie sich schon mit dem Themenfeld E-Portfolio-Arbeit auskennen. Wir haben dazu für die unterschiedlichen Zielgruppen verschiedene Pots eingerichtet, wo Sie bitte mal ein Häkchen setzen, wo Sie einen persönlichen Kenntnisstand einsortieren würden zu dem Bereich E-Portfolio-Arbeit, ob Sie schon mal selbst ein E-Portfolio gemacht haben oder wenn Sie in der Beratung tätig sind, wen Sie da eher beraten, die Studierenden oder die Lehrenden, dass Sie hier mal einen Eindruck bekommen. Grundsätzlich habe ich das Webinar aber sehr niederschwellig angelegt, sodass es auf jeden Fall auch für Themeneinsteiger gut ist, aber ich denke, auch für Fortgeschrittene werden wir einige interessante Informationen dabei haben. Okay. Das sieht mir sehr bunt gemischt aus. Das gefällt mir gut. Gut, dann können wir, denke ich, erstmal in das Thema einsteigen mit einer kleinen Präsentation.
Die Idee des Portfolios kommt ja aus dem künstlerischen Bereich. Die sogenannten Künstlermappen beinhalten traditionell meist eine Sammlung von Skizzen, von Entwürfen, aber auch von abgeschlossenen Arbeiten. Sie dienen also der Darstellung zum einen von künstlerischen Schaffensprozessen, aber auch von angemessen, sie sollen auch angemessene Präsentationen von fertigen Arbeiten sein. Mithilfe der in dieser Mappe enthaltenen Artefakte können Künstler so eben nicht nur auf die Qualität ihrer Arbeit verweisen, sondern durchaus eben auch ihre Entwicklung zeigen oder eben auch ihren persönlichen Arbeitsstil dokumentieren, indem sie Entwürfe und Skizzen ihrer Mappe beifügen. Im Ansatz ähnelt diese Form der Künstlermappe dem Portfoliogedanken im Bildungsbereich. Das Portfolio stellt hier ein geregeltes Verfahren bereit, das die zielgerichtete Sammlung und Auswahl von Dokumenten, deren Reflexion und Präsentation, Feedback und weitere Vorgehensplanung miteinander verbindet. Das ist eine konkrete Verfahrensweise, eine Methodik, auf die wir aber später im Webinar nochmal näher eingehen werden. Die Idee ist, dass der Lerner analog zu den beschriebenen Intentionen des Künstlers bei der Erstellung seiner Künstlermappe mit dem Portfolio ebenfalls zum einen seinen Lern-, Arbeits- oder Entwicklungsprozess, aber auch eben seine Lernergebnisse dokumentieren und reflektieren kann. Mithilfe der Artefakte, die der Lerner in seinem Portfolio sammelt und zusammenstellt, kann der Einblick, wie wir es eben auch schon hatten, in die Qualität seiner Arbeit geben, in die Entwicklung und auch in seinen persönlichen Arbeitsstil. Das heißt, welche Arbeitstechniken, welche Lerntechniken verwendet er? Ja, Portfolios dienen also der mehr oder weniger selbstbestimmten Darstellung des eigenen Könnens und des eigenen Seins anhand selbst ausgewählter und zusammengestellter Artefakte. Dies sind nicht nur fertige Endergebnisse, wie wir gehört haben, sondern durchaus eben Dokumente, die einen Lern- und Entwicklungsprozess dokumentieren. Ja, die nächste Frage, die wir klären müssen, ist, was packe ich nun rein in mein Portfolio? Ja, Sie kennen vielleicht dieses Spielchen, was packe ich in mein Köfferchen? Das dürfen wir auch gleich gemeinsam spielen. Aber erstmal möchte ich Ihnen ein Zitat von Stefan Müntegussa, der sich mit dieser Frage eben auch auseinandergesetzt hat, vorlesen, dass das so geht. Das Portfolio könnte das thematisieren, was einem gegeben wurde, was einem widerfahren, was einem zugestoßen ist. Es könnte von den Versuchen berichten, sich mit den Dingen oder den Gegebenheiten, nicht zuletzt auch mit den Mitmenschen, den anderen, ins Verhältnis zu setzen. Es könnte von dem zeugen, was einen zu dem gemacht hat, was man ist, oder besser, was man im Begriff ist, zu werden. Ich möchte Sie nun wieder zum Mitmachen auffordern. Und zwar haben wir vier verschiedene Pots, vier verschiedene graue Kästchen angefertigt, die ganz verschiedene Anlässe skizzieren, in denen man durchaus ein Portfolio führen könnte. Und ich möchte Sie bitten, mal zu überlegen, was Sie in das jeweilige Portfolio tun würden und es an gegebener Stelle notieren. Wir haben den Anlass, ein Portfolio zu führen zur Dokumentation und Reflexion einer künstlerischen Arbeit, zur Dokumentation und Reflexion einer wissenschaftlichen Arbeit oder zur Dokumentation und Reflexion einer Lernentwicklung innerhalb einer Hochschulveranstaltung, zum Beispiel in einem Seminar oder in einer Vorlesung. Und als letzten Anlass haben wir die Dokumentation und Reflexion persönlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Noch kurz ein technischer Hinweis. Sie haben hier in diesen Fragen immer nur eine Zeile zur Verfügung. Das heißt, Sie können die Zeile ergänzen. Aber wenn Sie die Sachen, die Sie bereits eingegeben haben, löschen und was Neues eingeben, dann werden auch Ihre alten Eingaben gelöscht. Also immer nur ergänzen, bitte.
Ja, da ist doch schon eine ganze Menge zusammengekommen. Und Sie geben noch weiter ein. Es wird schon deutlich, dass das ganz unterschiedliche Artefakte sein können. Bei der künstlerischen Arbeit haben Sie jetzt herausgefunden, könnten es Entwürfe und Ergebnisse sein, Bilder der Arbeiten, Recherche, Konzeptionsergebnisse oder Schlüsse, Skizzen, Gedanken, die während der Entstehung eines Werkes auftauchen. Genau, Stichworte, ergänzendes Material, Ideenskizzen habe ich noch, Modelle, Fotos von Zwischenstationen könnte man, von einzelnen Schritten könnte man beifügen, die den Arbeitsprozess eben dokumentieren. Man könnte auch Inspirationen aufnehmen zum Beispiel und Reflexionen aus Lerntagebüchern oder Skizzenbüchern könnten hier ebenfalls platziert werden. Bei der wissenschaftlichen Arbeit wurden bisher angegeben Thesen, Poster, Veröffentlichungen, Gutachten, Filme des Vortrags, Gedanken, die während der Entstehung der Arbeit auftauchen, warum man sich für welche Dinge entschieden hat. Das sind alles schon ganz wichtige Dinge. Ich könnte noch ergänzen, eine Literaturliste zum Beispiel, Exzerpte, verschiedene Textversionen, die entstanden sind, Notizen, die ich mir in gemacht habe, Mindmaps, Links, vielleicht auch zu relevanten Datenbanken, die ich durchsucht habe und wo ich fündig geworden bin, Internetseiten, aber auch hier Reflexionen aus Lerntagebüchern. Genau, sehr schön. Zur Reflexion der Lernentwicklung in einer Hochschulveranstaltung wurden die Angaben gemacht. Erworbene Kompetenzen, persönliche Lernziele, Checklisten zu Fähigkeiten und Kompetenzen, Reflexionen, Gedanken, die während der Entstehung des Seminars der Vorlesung entstanden sind, eigene Lernziele, genau Lernziele der Veranstaltung, eigene Mitschriften, Bilder, Videos, Literatur, das ist ja schon ganz umfänglich, Aufzeichnungen, Mitschriften, Protokolle, Unterrichtsmaterialien. Super, berufliche Erfahrung, Reflexion über das Gelernte. Großartig. Und noch der letzte Pott zur Reflexion der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Was kann man hier reintun? Was kann ich noch nicht? Wo will ich hin? Ganz wichtige Gedankengänge, Gedanken, die während des Lernprozesses auftauchen, warum man diesen oder jenen Weg gegangen ist oder vermieden hat. Bestandsaufnahmen, wo stehe ich? Ergebnisse, Werke. Ich würde zu diesem Thema kein Portfolio machen. Ist auch eine Aussage, ist auch ein Statement. Kommt auf den Zweck an. Wo bin ich gescheitert? Ist auch eine Aussage. Noch eine Anregung. In ein Portfolio können durchaus auch Sachen aus dem persönlichen Bereich, die gerade in dem Bereich persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, kann man durchaus auch Artefakte aus informellen Lernsituationen mit beifügen, die aber durchaus eine Fähigkeit widerspiegeln. Zum Beispiel, wenn ich ein Praktikum gemacht habe oder wenn ich verschiedene Reisen unternommen habe oder Sprachkurse belegt habe. Ja, also all das sind auch Dinge, die durchaus in ein Portfolio mit aufgenommen werden können. Aber ich denke, diese kurze Abfrage hat schon ergeben, wie breit die Palette ist an Dokumenten, die ich in ein solches Portfolio tun kann. Wir wollen mal in unserer Präsentation weiter fahren. Die nächste Frage oder die nächste Einheit, die wir behandeln wollen, ist, dass Portfolio eben auch eine Methode der alternativen oder eine alternative Methode zur Leistungsbeurteilung sein kann. Ja? Spätestens mit der reformpädagogischen Bewegung Ende der 1980er Jahre ist das in einer sehr kontroversen Diskussion. Das Themenfeld wird wirklich vielschichtig besprochen. Tatsache ist aber, dass das Portfolio und das E-Portfolio zunehmend in den Prüfungsordnungen der Studiengänge aufgenommen wird.
und wir gucken müssen, wie wir sie zur Lösung von Assessment-Problemen adäquat einsetzen können. Dahinter steht die Frage, welche Leistung möchte ich mit einem Portfolio, mit einem E-Portfolio überprüfen oder welche Leistung kann ich damit überprüfen? In den Lehrveranstaltungen bieten Lehrende ihren Studierenden neben der unentbehrlichen Grundlage an Fachkenntnissen zusätzlich die Möglichkeit, dieses Wissen bei wissenschaftlichen Problemstellungen und auch in praxisrelevanten Aufgaben anwenden zu können. Es geht hier auch um anwendungsorientiertes Wissen, um die Ausbildung von verschiedenen Problemlösefähigkeiten und anderen Fertigkeiten. Ich möchte Ihnen dazu ein Statement von Thomas Hecker, der Erziehungswissenschaften, Professor der Erziehungswissenschaften an der Uni Rostock ist, vorlesen, dass ich einen Vortrag entnommen habe, den er an der Uni Hamburg im Zuge der Campus Innovation 2009 gehalten hat. Und er ging hier der Frage nach, wie können wir Leistungen überprüfen, auf die es wirklich ankommt. Ich hätte Ihnen das gerne auch als Video eingespielt, nur leider habe ich das Video nicht mehr gefunden. Erworbene Kompetenzen werden derzeit durch formale Zeugnisse nachgewiesen. Diese Nachweise haben jedoch nur eine begrenzte Aussagekraft über die Fähigkeiten und Problemlösefertigkeiten einer Person. Der Aufbau fachlicher und persönlicher Kompetenzen ist ein komplexer Vorgang, der sich mit herkömmlichen Mitteln nur schwer dokumentieren und dadurch begrenzt beurteilen lässt. Noten sind Momentaufnahmen, die sich meist in Prüfungssituationen ergeben. Lernfortschritte und Ergebnisse, die zur Fertigstellung einer Arbeit notwendig waren, spielen hierfür oftmals nur eine untergeordnete Rolle. Hier setzt die Portfolioarbeit an. Portfolios sollen nicht nur didaktische Herausforderungen bewältigen, indem sie Menschen zu selbstorganisiert und kollaborativ Lernenden befähigen. Portfolios sollen gleichzeitig Assessment-Probleme, also Probleme bei der Beurteilung, lösen. Lernende wechseln bei der Portfolio-Methode im Vergleich zu konventionellen Methoden der Leistungsüberprüfung die Rolle. Sie reagieren eben nicht nur auf Prüfungsanforderungen, sondern sie können aktiv in einem hohen Grad auch selbstbestimmt ihre persönlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und ihr Wissen darstellen. Im Portfolio-Prozess, so lesen wir es hier auch von Pauls und Oll, wird der Lernende an der Auswahl der Inhalte, der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie der Beurteilung der Qualität der eigenen Arbeit beteiligt. Und die Bewertung findet in einem formativen Feedbacksystem im Diskurs zwischen Lernenden und Lernbegleiter statt, bei dem sich auch die Selbst- und die Fremdeinschätzung ineinander schieben. Das Portfolio dient dabei als ein Medium der gemeinsamen Betrachtung, Kommunikation und Beurteilung. Ich möchte Christina, ganz kurz, ja? Es ist eine Frage im Chat, gehört zu einem Portfolio die Frage der Veröffentlichung des Portfolios dazu? Genau, da werden wir auch noch hinkommen im Laufe unserer Einheit. Also wir müssen erstmal nochmal unterscheiden, was wir für ein E-Portfolio oder für ein Portfolio führen, ob es ein Präsentationsportfolio ist oder eben eine Portfolio, das für den Studenten selbst zur Wahrnehmung seiner eigenen Lernleistung da ist. Es ist erstmal so, dass das Portfolio für den Lernenden da ist. Unabhängig jetzt von dem, was ich erzählt habe zur Leistungsbeurteilung. Aber die originäre Idee ist erstmal, dass ein Portfolio für den Lernenden da ist, um ihn bei seinem Lernen zu unterstützen. Und möchte erst dann, ach, Sie haben schon Danke gesagt, reicht schon. Wir kommen da später noch genauer hin. Vielleicht nehme ich dann auch jetzt einfach zu viel schon vorweg, wenn ich das näher ausführe. Warten wir jetzt einfach mal ab und gehen einen Schritt weiter. Wir wollen jetzt mal konkreter gucken, was ist denn jetzt eigentlich ein E-Portfolio? Und das ist letztendlich die digitale Form eines Portfolios, das die neuen Medien eben zur Umsetzung dieses alten Konzeptes, was ich gerade beschrieben habe, nutzt. Das ist eine Entwicklung, die nicht zuletzt eigentlich auch unserem Zeitgeist geschuldet ist. Im 21. Jahrhundert arbeiten wir alle vornehmlich mit dem Computer und dem Web 2.0 und durch die Erweiterung ins Digitale ergeben sich eben auch neue
neuartige Möglichkeiten der nachhaltigen Archivierung, Verknüpfung und Kontextualisierung, Kommunikation von Denkprozessen und Wissensbeständen der Lernenden sowie für die Art ihrer Präsentation. Daraus resultiert, dass Portfolio ist nicht nur eine elektronische Sammelmappe, sondern eben auch durchaus ein Reflexions- und Organisationsinstrument und ein Präsentationsmedium. Lernende sammeln vielgerichtet multimediale Artefakte. Ja, das kann zum Beispiel in Form von Audiodateien, von Bilddateien sein, von Film- oder Videodateien, von Word- oder PDF-Dateien. Genau. E-Portfolios sind, es können aber auch genau noch, um nochmal die kleine Weltkugel hier zu thematisieren, es können auch durchaus Verknüpfungen zu Dateien sein, die irgendwo schon im Netz, auf Facebook oder auf YouTube oder so liegen, Verknüpfungen erstellt werden. E-Portfolios sind permanent erweiterbar und man kann sie eben von jedem Ort auf der Welt, kann man darauf zugreifen. Die Sammlung und die Auswahl der Artefakte verlangt aber Reflexion in mehrfacher Hinsicht und diese reflexive Praxis ist letztendlich auch das Kernstück der Portfolioarbeit. Man muss nachdenken über Prozesse und Ergebnisse des eigenen Arbeitens, über Hürden und Erfahrungen und über die eigene Person und letztlich auch über die eigenen Interessen und Ziele, auch über Kritik, Selbstkritik, Kritik mit inbegriffen und über die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Zur Reflexion des eigenen Tuns bietet sich die Nutzung verschiedener Programmfunktionen oder Reflexionsmedien an, auf die ich auch gleich näher eingehen werde. Ganz wichtig ist mir aber, dass meines Erachtens eine Einführung und eine Begleitung in diese reflexive Praxis durch den Lehrenden oder einen Lernbegleiter erfolgen sollte. Ja, auf diese Weise wird nicht nur die Portfolioarbeit qualifiziert, sondern eben auch grundlegende Fähigkeiten zum selbstbestimmten Lernen gestärkt. Da kommt gerade noch eine Frage im Chat. Welchen Mehrwert für den Lernenden sehen Sie in einem E-Portfolio gegenüber einem Portfolio? Zum einen ist es so, dass dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, alles in einer Online-Umgebung zu sammeln und auch in einem nächsten Schritt aufzubereiten, haben wir die Möglichkeit, eben multimedial zu arbeiten, gleichermaßen multikodal einfach verschiedene Sinne anzusprechen. Wir haben die Möglichkeit, ich habe Studierende, die wohnen gleichermaßen in Braunschweig und Berlin. Wir haben die Möglichkeit, eben von verschiedenen Orten darauf zuzugreifen und müssen nicht immer alles mit sich rumtragen. Wir haben die Möglichkeit, wenn Sie Einblick in Ihr Portfolio geben wollen, jemand anderes, einen Lernbegleiter oder wen auch immer, haben Sie die Möglichkeit, um auch ein Feedback meinetwegen einzuholen, haben Sie die Möglichkeit, denjenigen eine Freigabe zu Ihrem Portfolio zu geben und der kann Einblick nehmen. Also es ist, die Wege werden viel kürzer, die Kommunikation. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Portfolio zu verschlagworten. Dadurch gibt es schnellere Suchfunktionen auch. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung, sage ich immer. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er mit dem Portfolio als Sammelmappe arbeiten möchte, haptisch oder eben mit einem elektronischen Portfolio. Genau, wir waren stehen geblieben, dass es verschiedene Reflexionsmedien gibt. Bei dem E-Portfolio, da ist zum einen analog zum Lerntagebuch der Weblog zu nennen, der Blog. So ein Blog kann zum einen thematisch geführt werden oder aber auch kalendarisch. Hier können zum Beispiel Primärreflexionen, Dokumentationen von unmittelbaren Eindrücken festgehalten werden, die man meinetwegen auf einer Exkursion oder während eines Praktikums erlebt hat, aber auch
in einer Veranstaltung oder in einem Werkstattkurs oder in einem Plenum, das ist zur Verarbeitung und zur Einordnung des Geschehenen. Sachverhalte können hier protokolliert werden oder Gedanken- und Spontananalyse in der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema niedergeschrieben werden. Ja? Und in einer zweiten Reflexionsphase sollen die Lernenden dann die individuelle Bedeutsamkeit der einzelnen Informationen und Dokumente erkennen, Zusammenhänge herstellen und eigene Erkenntnisse formulieren. Und das können Sie bei der E-Portfolioarbeit bei der Erstellung sogenannter Ansichten tun. Da gucken wir mal rein. Die in der Sammelmappe zusammengetragenen Artefakte, sowie die erstellten Reflexionsbeiträge in den Blogs oder Lerntagebücher können hier nämlich bei diesen Ansichten intentional organisiert und strukturiert werden. Und anders als in Druckwerken eben auch hier nochmal ein Vorteil oder eine Andersartigkeit zum normalen Portfolio auch immer wieder reorganisiert werden. Und dabei geht man wie folgt vor. Zu Anfang kann der Portfolioautor in einem sogenannten Coverletter seine Intention, sein Ziel für die Gestaltung der Ansicht formulieren. Also warum hat er diese Ansicht angelegt? Was möchte er damit zeigen? Daran kann er sich im Arbeitsprozess orientieren und er macht seine Dokumentation und Reflexion für sich und auch gegebenenfalls für andere transparent. In einem nächsten Schritt sucht der Portfolioautor aus dem abgespeicherten und kommentierten Fundus seiner Sammelmappe und aus Einträgen aus seinen Lerntagebüchern Artefakte und Reflexionspassagen, die in ihrer Zusammenstellung eben einen Einblick in die Bemühungen des Lernenden geben, die er unternommen hat, um sein persönliches Lernziel zu erreichen. Die Auswahl und die Zusammenstellung, man kann es sich vorstellen, der Artefakte bedarf wiederum eingehender Reflexion. Durch eine Art von Selbstevaluation hat der Lernende die Möglichkeit, die Qualität der eigenen Arbeit, aber vor allem seinen Lernprozess selbst zu beurteilen. Ja, letztendlich geht er der Frage nach, wir hatten das eben auch schon mit als Eingaben in den Pods, was hat geklappt, ja, was nicht und wo muss ich zukünftig noch an mir arbeiten oder arbeiten, einen Zukunftsplan eben aufstellen. Diese Analyse kann er in einem Fazit zusammenfassen in seiner Ansicht und daraus ergeben sich, wie gesagt, auch Zukunftspläne. Der Lernende kann sich aber auch ein Feedback von zum Beispiel von einem Lernbegleiter einholen, von einem Professor oder von einem Peer oder von einem Tutor. Mal hier eine Grafik wieder draufsetzen. Und sich eben das Feedback zu seiner Ansicht, zu seiner Dokumentation und Reflexion seiner Entwicklung oder seines Arbeits- und Lernziels einholen und dieses Feedback dann wiederum einbauen in seiner weiteren Planung, in seinem weiteren Handlungsablauf. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass der Autor des E-Portfolios aber immer selbst entscheidet, ob und wenn an wem er seine Ansichten weiterreichen möchte. Und es ist sogar eine zeitbegrenzte Freigabe möglich. Ja? So. Christine, siehst du die Frage im Chat? Hat das E-Portfolio zu einer anderen Reflexionspraxis geführt gegenüber dem normalen Portfolio? Muss ich mal einen Moment überlegen. Also ich denke, was mir jetzt spontan einfällt, also das Reflektieren als solches, ob nun Lerntagebuch handschriftlich geführt oder in einem Weblog, da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Was mir dazu spontan einfällt, ist, wenn ich zum Beispiel in einem Veranstaltungsportfolio mit meinem Professor oder mit dem Lehrenden im Austausch stehe, habe ich hier die Möglichkeit, nicht erst auf die Sprechstunde zu warten, um mein Lerntagebuch
zu besprechen, sondern ich kann halt im Vorfeld meine Ansicht dem Professor zugänglich machen und er kann, wenn er Zeit hat, zwischendurch oder abends, da reingucken und mir ein direktes Feedback zurückgeben. Also die Wege sind kürzer dadurch. Also das fällt mir gerade spontan dazu ein. Aber da gibt es noch andere Meinungen im Chat. Genau. Richtig. Das ist richtig. Karl schreibt, aus seiner Sicht ist das traditionelle Portfolio aus dem Tagebuch immer oder das Tagebuch immer linear gedacht. Das E-Portfolio fördert und benötigt das vernetzte Denken und Produzieren. Genau. Wobei wir jetzt erst noch weniger bei den Ansichten, sondern eben bei den Tagebüchern waren. In meiner Vergangenheit haben Papierportfolios von sich aus nie zu einer besonderen Reflexion geführt, weil sie immer auf ein Ziel gerichtet waren. Ja, spannend. Ein E-Portfolio ist also eher wie unser Gehirn, welches die Erfahrung immer wieder neu sortiert und zusammensetzt. So kann man es sehen. Gut, vielleicht läuft dieser Chat auch einfach parallel. Ich möchte gerne jetzt hier an dieser Stelle nochmal, weil das ist auch ein Anliegen meines Webinars, deutlich zu machen, dass es eben nichts bringt, einfach nur ein E-Portfolio als Instrument einzusetzen. So, jetzt nutzen Sie mal die Software Mahara, sondern es ist eben ganz wichtig, auch zu verstehen, dass dahinter eine konkrete Methode steht. Und hier in der Portfolio-Spirale kann man nochmal sehr schön die einzelnen Schritte, die ich eben beschrieben habe, von der Vereinbarung von Zielen über das Sammeln von verschiedenen Artefakten, das Reflektieren und das Auswählen, die Zusammenstellung dieser Artefakte intentional organisiert, hin zur Kommunikation und zu dem Austausch, zu der Portfoliobewertung und Überarbeitung und, wenn man möchte, eben auch in einem letzten Schritt zur Präsentation. Genau, diese Verfahrensweise unterstützt aus meiner Beobachtung wunderbar ein bewusstes Lernen und Handeln, weil es dem Studierenden auch eine einfache Struktur bietet. Ich höre oft von den Studenten, man merkt gar nicht, dass man etwas lernt. Und ich finde, wir sollten den Studenten den Erfolg gönnen, ihre persönliche Entwicklung eben zu dokumentieren und zu reflektieren und somit persönlich wahrnehmbar und kommunizierbar zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überfordert, zeitgleich meins zu machen und diesen Chat zu folgen, weil das nicht immer deckungsgleich ist und einiges auch vorweggegriffen wird, was dort besprochen wird. Deswegen mache ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal mit meiner Präsentation weiter. Wichtig ist mir nochmal zu betonen, dass man verschiedene Ansichten zu einer sogenannten Sammlung zusammenfassen kann. Wir hatten eben im Chat schon mal das Thema, dass eben die verschiedenen Artefakte, die ich in der Sammelmappe gesammelt habe, in unterschiedlichen Ansichten immer wieder neu zusammengestellt werden können, je nach Intention, für was führe ich die, für welches Ziel habe ich diese Ansicht zusammengestellt, kann ich die Artefakte, die ich in der Sammelmappe gespeichert habe, immer wieder auch neu zusammenstellen. Also ich kann eine Ansicht machen, die ich für Bewerbungszwecke bei einer zu Bewerbungszwecken für ein Praktikum erstellt habe. Ich kann eine Ansicht machen, die für mich zur Orientierung, zur Erreichung meiner Lernziele gemacht ist. Ich kann eine Ansicht für meinen Professor machen, nur mal als Beispiel. Es ist aber so, dass verschiedene Ansichten auch zu einer Sammlung zusammengefasst werden kann. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einer Internetseite, die verschiedene Ebenen hat. Und zum Beispiel kann ein Student pro Semester eine Ansicht erstellen. Und im Verlauf seines Studiums
Wenn er das weiterverfolgt, hat er dann ein wunderbares Studienverlaufsportfolio als Sammlung. Oder er möchte ein Modulportfolio machen. Da kann er dann für jede Veranstaltung, die zu diesem Modul gehört, eine Ansicht anlegen und hat dann als Sammlung das Modulportfolio. Ja, ich hoffe, Sie haben jetzt eine konkretere Vorstellung über das Instrument und die Methode E-Portfolio gewinnen können. Und ich möchte Sie gern zu einer nächsten Frage einladen, die wir dann auch im Chat diskutieren können. Und zwar, zu welchem Anlass oder zu welchem Zweck können Sie sich vorstellen, ein E-Portfolio zu führen? Das ist die Frage. Und ich möchte Sie einladen, darauf bitte im Chat zu antworten. Zur Projektentwicklung, zur Bewerbung, Präsentation, Künstler, Designer, Forschungsprojekt, Lernzuwachs im Seminar dokumentieren, Kompetenzen reflektieren ist eine andere Antwortung. Bewerbung, Mentoring hatten wir noch gar nicht, jawohl. Forschungsarbeiten, Prozessdokumentation, der Ausbildung, Abbildung des Lehrprozesses in einer Veranstaltung, Mathematik lernen. Lernen, jawohl. Schwierig, wenn sich die Zusammensetzung der Inhalte immer wieder ändern kann, für alles und nicht. Ja. Was hieraus schon deutlich wird, ist, dass es unterschiedlichste Anlässe gibt, ein E-Portfolio zu führen. Und vielleicht springen wir ja auch an dieser Stelle zurück in die Präsentation. Diese unterschiedlichen Anlässe führen auch zu der Prägung der unterschiedlichsten Namensgebungen für Portfolios. Wir kennen das Kompetenzportfolio, Prozessportfolio, Sie können es lesen. Es gibt eine unglaubliche Typenvielfalt und es gibt zahlreiche Versuche wiederum, diese Typenvielfalt durch Kategorisierung Herr zu werden. Ja, so hatte zum Beispiel schon Lissmann im Jahr 2000 versucht oder angeregt, die Portfoliovielfalt auf drei Grundtypen letztendlich zu reduzieren, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, weil es auch nicht unwichtig ist, um eben ein Verständnis dafür zu bekommen, wie unterschiedlich die Intentionen von Portfolios auch sind. Lissmann macht den Vorschlag, drei Grundtypen einzuführen. Der erste Grundtyp ist das Arbeitsportfolio und das Lernportfolio und die eignen sich für die Reflexion und Steuerung des individuellen Lernprozesses. Lernportfolios können in verschiedenen Phasen eingesetzt werden des Studiums, zum Beispiel in der Studieneingangsphase, in Lehrveranstaltungen, in einem Modul, als übergreifendes Projekt zur Praxisbegleitung und auch über das ganze Studium hinweg. Eine Unterform des Arbeits- und Lernportfolios ist das Entwicklungsportfolio, das eben darauf zielt, die eigenen Entwicklungen, den eigenen Entwicklungsprozess zu dokumentieren und zu reflektieren. Ein wichtiges Begleitinstrument für die Planung des weiteren Studiums, aber auch für die berufliche Karriere. Und im Mittelpunkt steht eben auch die Bewusstwerdung der eigenen Fähigkeiten und Interessen. Kann auch zur Reflexion der eigenen Studienwahl mitgenutzt werden und konsequent bis zum Studienende geführt, kann es durchaus auch als Bewerbungsportfolio eingesetzt werden. Der zweite Grundtyp, den Lissmann herausarbeitet, ist das Beurteilungsportfolio. Und hier werden Beurteilungs- und Bewertungskriterien von außen vorgegeben. Beurteilungsportfolios dienen der Kennzeichnung erfolgreicher Bewältigung formaler Anforderungen, die von einer Institution oder eben einer Lehrperson vorgegeben werden. Und sie dienen eher einer summativen Bestandsaufnahme. Also Lernende müssen hier häufig in Tabellen Anforderungen abhaken und oder angefordertes Material hochladen. Und es
ist so ein bisschen, es konterkariert in meinen Augen so ein bisschen die Vorstellung der Idee des der Portfolioarbeit, wie ich sie eben skizziert habe. Ich denke, sie unterstützt auch nicht das selbstbestimmte Lernen und kommt bei uns an der Hochschule auch nicht vor. Der dritte Grundtyp, den Lissmann herausarbeitet, sind die Vorzeige- und Präsentationsportfolios. Und dieser Grundtyp eignet sich eben insbesondere die Außendarstellung und ist eher produkteorientiert. Ja, ist im Chat was passiert? Nein. Gut, dann bin ich an dieser Stelle am Ende von dem Top 2 angekommen und möchte als nächstes in das E-Portfolio-Konzept selbstbestimmt und selbstbewusst durch Studium darüber was erzählen. Portfolioarbeit ist natürlich an der Kunsthochschule nichts Neues. Und man muss aber sagen, jetzt wo wir die unterschiedlichen Grundtypen gerade kennengelernt haben, in den künstlerischen und in den gestalterischen Studiengängen wird Portfolio eher als Vorzeige- und Präsentationsportfolio erstellt. Und mit eKult haben wir an der HBK nun versucht, die Perspektive und das Bewusstsein auf das Arbeits-, Lern- und Entwicklungsportfolio zu richten, zur Unterstützung der Studierenden beim selbstbestimmten und beim selbstgesteuerten Lernen. Ich schiebe hier immer ganz schnell eine Begriffsklärung ein. Unter selbstbestimmten Lernen versteht man, dass der Lernende sowohl den Inhalt als auch das Ziel mitbestimmen kann. Und beim selbstgesteuerten Lernen wird halt Ziel und Inhalt vorgegeben, aber der Lerner kann den Weg und die Regulation mitbestimmen. Nur mal eben, damit wir von dem Gleichen sprechen. Die HBK bietet ihren Studierenden die Voraussetzungen zum selbstbestimmten, auch zum selbstgesteuerten Lernen und Arbeiten. Sie bietet geistige Freiräume, vielfältige Arbeitsmöglichkeiten und auch offene Handlungsfelder, tolle Werkstätten, super Seminare. Aber es ist so, dass gerade in den ersten Semestern es sein kann, dass sich die Studierenden mit dieser Situation überfordert sehen, sich durchaus unorganisiert und planlos fühlen, sich ihrer individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht sicher sind und auch nicht wissen, welchen Weg sie einschlagen sollen. Ich habe Ihnen mal eine Videoeinspielung einer jungen Studentin mitgebracht. Vielleicht so, also, man sollte gerade welche, die aus dem Abi kommen und dann kommen sie hierher, studieren freie Kunst, Struktur ist weg, alles fällt runter und man hat keine Ahnung, was man machen soll. Also und so ging es mir halt auch. Also sie hat kaum Pflichtsachen und ich habe mich da immer ein bisschen verloren gefühlt am Anfang. Weil deswegen, ich finde, man sollte das vielleicht echt ab dem ersten Semester mit den Neulingen durchgehen und dass sie vielleicht sogar immer so einen Blog erschreiben, vielleicht so für Sicherheit, wie ist so der Start, das zu reflektieren, wie ist es hier zu studieren und so dann anzufangen und dann immer weiter und dann einmal die ersten Ergebnisse zu präsentieren und sowas. Ich glaube, das wäre schon sehr hilfreich, um so ein bisschen Struktur reinzubekommen. Ja, das nehmen wir uns gerne zu Herzen. Wir bieten nun im überfachlichen Professionalisierungsbereich eine Veranstaltung an, in der zum einen Strategien zur Unterstützung des selbstbestimmten Lernens besprochen werden und gleichwohl mit dem E-Portfolio ein Instrument und eine Methode, um das selbstständige Handeln besser zu organisieren und zu strukturieren, persönliche Stärken eben herauszuarbeiten und Entwicklungspotenziale zu erkennen, ein Profil zu entwickeln und letztendlich die Selbstlernkompetenz zu verbessern. Wie machen wir das? In erster Linie bieten wir eben kein Tool an, sondern zuallererst eine didaktische Unterstützung, eine didaktische Begleitung beim Lernen, beim Studieren. Wir führen zunächst in die reflexive Praxis ein. Und ich sage immer, um zu wissen, wo man hingehen möchte, ist es auch bedeutsam zu wissen, von wo man kommt und wo man steht. Deswegen gehen wir folgenden Fragen nach: Von wo komme ich? Was habe ich bisher gemacht? Welche Fähigkeiten habe ich dadurch ausgebildet? Wo stehe ich jetzt? Mit welchem Erfolg? Was ist mein Ziel? Wie kann ich es erreichen? War mein Plan erfolgreich oder muss ich ihn verändern? Und
Das sind die drei Ebenen: planen, durchführen und reflektieren. Die drei wichtigen Bereiche des handlungsorientierten Lernens, die wir auch so ein bisschen als Metaplan für ein selbstbestimmtes Studieren sehen. Klar, reflexive Praxis braucht Zeit, Schreibanlässe und auch Gespräche. Wir nehmen uns im ersten Teil der Veranstaltung die Zeit dafür. Am Anfang gebe ich als Lernbegleiterin Fragen an die Studierenden. Diese Fragen lassen sich nicht immer leicht beantworten, fordern eine innere Auseinandersetzung der Studierenden mit diesen Fragen, die sie über die Woche in ihrem Lerntagebuch, wo sie sich über die Woche in ihrem Lerntagebuch mit auseinandersetzen. Wir sprechen die Woche drauf im Plenum darüber und so wachsen die Studierenden in dieses Verfahren hinein und erlernen eben dadurch auch zunehmend Selbstständigkeit bei ihrer reflexiven Praxis. Wir sprechen, um es kurz zusammenzufassen, über die Erfahrung der Studierenden im Laufe ihres bisherigen Studiums, über Herausforderungen, Probleme und ihre bisherigen Bewältigungsstrategien. Wir sprechen über den Paradigmenwechsel in der Lehre, also ich meine hier den Übergang von Schule zur Hochschule. Wir sprechen über Verfahren des handlungsorientierten Lernens. Wir sprechen über persönliche Stärken und Kompetenzen und arbeiten dann persönliche Portfolioziele heraus, für was die Studierenden jeweils ihr Portfolio anlegen möchten. Bisher waren es folgende Ziele: zur Orientierung, was man schon alles gemacht hat, zur Dokumentation und Reflexion des persönlichen Studienverlaufs, zur Strukturierung des eigenen Tuns, zur Klärung auch von Studienunsicherheiten, aber auch für Bewerbungszwecke, zum Beispiel für ein Praktikum, für ein Auslandssemester oder für einen weiterführenden Masterstudiengang, zur Dokumentation und Reflexion persönlicher Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen, zur Organisation auch von Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten und zur Organisation des Selbststudiums. Das sind die Ziele, die wir bisher mit den Studierenden oder die Studierenden mit der Portfolio-Methode angegangen sind. Am Ende steht also die Portfolio-Methode als Instrument und als Methode und die ist eben wunderbar geeignet, um das selbstbestimmte Lernen hier zu unterstützen. Wir nutzen am Rande die ePortfolio-Software Mahara. Jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Beispiele mitgebracht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Arbeits- und Lern- und Entwicklungsportfolios sind sehr persönliche Portfolios. Ich denke, das ist im Laufe meiner Präsentation deutlich geworden, die zunächst nicht zu Präsentationszwecken erstellt werden, sondern wirklich für die Studierenden selbst. Ich werde Ihnen nun zwei Portfolios zeigen, für die ich aber auch von den Portfolioautoren eine Erlaubnis habe, sie in Seminaren und Webinaren als Anschauungsbeispiele zu zeigen. Das erste Portfolio, das ich Ihnen hier zeigen möchte, das mal hier. Ist das von Pascal. Pascal studiert Kunstlehramt und er kam im zweiten Semester in die Veranstaltung, ziemlich übermannt von den Eindrücken und von den vielen Möglichkeiten, die er im ersten Semester erfahren hat. Und er war auf der Suche nach einer persönlichen Struktur, die ihn Orientierung bei seinem Studium geben könnte. Er hat angefangen nach der E-Portfolio-Methode, nach der Verfahrensweise, nach dem Beispiel, wie ich es eben auch vorgestellt habe, seine Erfahrungen, seine Praxiserfahrungen in einem Studienverlaufsportfolio zu dokumentieren und zu reflektieren. Dazu hat er zunächst ein Lerntagebuch angelegt, einen Blog, und er hat seine ganzen praktischen Arbeiten, die er in dem Semester erstellt hat, abfotografiert und in seiner Sammelmappe archiviert. Pascals Plan ist es eben, für jedes Semester eine Ansicht zu erstellen, sodass er dann in der Summe ein Studienverlaufsportfolio hat. Da er nun erst im zweiten Semester kam, musste er natürlich die Dokumentation fürs erste Semester retrospektive machen. Aber ich denke, Sie haben vielleicht gerade schon mal die Zeit genutzt,
und hier mal so ein bisschen reingelesen von dem, was der Pascal schreibt. Das ist nämlich ganz interessant. Da kann man eben einfach mal Einblick bekommen, wie ein junger Mensch sich fühlt und was er aushalten muss und wie seine Entwicklungsschritte einfach auch sind. Sind Ausschnitte eben aus seinem Lerntagebuch und dazu hat er parallel hier eine Bildgalerie pro Semester eben auch gemacht mit den Werken, die er im jeweiligen Semester erstellt hat. Sie sehen schon, das sind keine hochwertigen Scans. Wir sind hier auch nicht in einem Präsentationsportfolio, wir sind in einem Entwicklungsportfolio und das sind wahrscheinlich Handyfotos, aber sie geben in einer Diashow einen sehr guten Eindruck wieder über die vielfältigen Experimente, die er hier künstlerisch unternommen hat. Gerade mal hochschalten. Im zweiten Semester war er dann schon in der Lage, für sich ein Semesterziel zu formulieren. Er wollte eben, in diesem Semester hatte ich mir vorgenommen, aus meinen Ansätzen des ersten Semesters einzelne größere Projekte zu beginnen. Ich wollte finden, was mir liegt und wo ich meine Fähigkeiten besser ausbauen konnte. Man findet dann hier wieder eine Bildgalerie, wo man das auch so nachempfinden kann und nachsehen kann und eine Dokumentation seines Semesterfazits. Und so kann er eben über sein Studium hinweg seine individuelle Entwicklung weiterzeigen und für sich wahrnehmbar machen und aber auch für andere letztendlich kommunizierbar. Der Pascal sagte mir am Ende der Veranstaltung Folgendes: Ich glaube, ich bin durch mein Portfolio in letzter Zeit auch ein wenig selbstbewusster bezüglich meiner Kunst geworden. Und das finde ich ist doch ein schönes Ergebnis. Ja, ein ganz anderes Portfolio, das ich Ihnen noch zeigen möchte, ist das einer jungen Studentin der freien Kunst, die im sechsten Semester in meine Veranstaltung kam mit einer gewissen Studienunsicherheit. Sie ist ein vielfältig talentiertes Mädchen und es fällt ihr aber sehr schwer, ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst wahrzunehmen. Ronja hat dann zunächst eine Stärkesammlung angelegt und zu jeder Stärke möchte sie nun sukzessive verschiedene Ansichten mit der E-Portfolio-Methode machen, um diese eben zu dokumentieren und zu reflektieren. Das ist ihre erste Ansicht. Ronja schreibt seit vielen Jahren Fantasy-Geschichten auf sehr hohem Niveau. Und in ihrer ersten Ansicht kriegen wir eben einen Einblick oder dokumentiert und reflektiert sie ihren Arbeitsprozess. Sie hat genau wie der Pascal zunächst einen Blog geschrieben, in dem die mehreren Fragen nachgegangen ist, deren Beantwortung eben eine intensive Auseinandersetzung mit dem Prozess des Geschichtenschreibens voraussetzte und diese einzelnen Reflexionsbeiträge sowie verschiedene Artefakte, die ihre Herangehensweise dokumentieren, hat sie in dieser Ansicht zusammengestellt. Ja, also man weiß nicht, inwieweit das lesbar ist. Sie geht der Frage nach, wie überhaupt die Ideen in ihren Kopf kommen, wie sich das zusammensetzt, stellt fest, dass sie verschiedentlich beeinflusst wird von Filmcharaktere, von verschiedenen Fanfiction, aber auch von Hobbys oder von der nordischen Mythologie. All das fasst sie hier in einem Text zusammen, zeigt dann aber auch auf, wie sie herangeht beim Geschichtenschreiben, wie sie das macht. Und da kann man zum Beispiel lesen, dass sie zunächst ihre Charaktere auch als Skizzen entwickelt, den Eigenschaften zuschreibt. Und da können wir hier zum Beispiel jetzt auch Einblick nehmen in ihre verschiedenen Charaktere. Ja, das sind einfache Skizzen, die untertitelt sie, das ist ein bisschen träge jetzt in der Präsentation, die Performance ist so ein bisschen langsam,
untertitelt, indem sie eben die Charaktere genauer beschreibt. Wer sind sie? Wann sind sie geboren? Und was haben sie für Eigenschaften? Da kann man sich hier auch wieder in so einer Diashow einmal durchklicken. Sie hat aber weiterhin auch, um auch einfach mal zu zeigen, welche unterschiedlichen Dokumente hier eingebracht werden können, ein Portfolio. Sie hat weiterhin die ganzen Charaktere in einer Tabelle einmal aufgeführt und eben auch genau zugeordnet. Das ist ihr auch sehr wichtig, weil ihre Geschichte spielt auf der Erde und sie möchte da auch historisch richtig sein mit ihren Einordnungen. Mit ihren Einordnungen. Und deswegen hat sie zum Beispiel hier auch noch eine Zeitlinie integriert. Ich glaube, Sie können sich das ganz gut vorstellen, deswegen zeige ich jetzt nicht alles. Sie hat hier noch eine Zeitlinie integriert. Sie beschreibt die verschiedenen Clans ganz genau, die in ihrer Geschichte vorkommen. Sie hat hier auch noch ein komplettes Kapitel, was fertig ist, was man sich runterladen kann und lesen kann. Und sie verweist hier mit einem Link auf eine Facebook-Seite, wo man dann auch noch gleichermaßen Bilder von ihr findet, die so ein bisschen die Vorstellung ihrer, also die bildliche Vorstellung von ihren Geschichten transparent machen. Ja. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon ganz weit fortgeschritten. Dann wechseln wir einmal noch zurück in das Präsentationsmenü. Und ich möchte gerne zum Abschluss auch noch mal ein Statement von der Ronja zeigen, die eben dieses Portfolio gemacht hat, das ich gezeigt habe, um das Ganze auch nochmal so aus der Sicht einer Studentin einzuordnen. Dadurch, dass du das gemacht hast, dass du deine Handlungsabfolge quasi einmal als Ansicht dargestellt hast in einem E-Portfolio, wurde dir dadurch auch persönlich etwas deutlicher, etwas klarer? Oder? Es war auf jeden Fall für mich klar, dass ich schon so was Tolles gemacht habe, woran ich unbedingt noch weiterarbeiten will und weiterschreiben möchte, auch wenn es nicht immer hinhaut. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, das zu erreichen, dass ich das zu Ende bringe. Auch wenn es vielleicht dauert es noch Jahre und vielleicht sieht man das in 10 Jahren ja im Kino. Das ist natürlich das Schönste auf der Welt. Aber für mich ist auf jeden Fall immer das nächste Ziel, das überhaupt erstmal weiterzuschreiben. Ich sage noch nicht mal, dass ich das zu Ende bringen will, sondern einfach nur weiterschreiben will. Das ist für mich das Wichtigste. Es ist gar nicht, bei der Geschichte ist mir echt so dieser Weg dahin, also dieser Weg ist mir da irgendwie auch viel wichtiger. Ja, ich fand, das war jetzt eigentlich ein schönes Abschlussinterview. Das ist ein Mädchen, dem es schwer fällt, seine eigenen Stärken eigentlich zu benennen. Das konnte sie eben eigentlich in diesem Interview sehr deutlich machen. Sie konnte auch ihr Ziel klar benennen und es wurde auch nochmal klar, es kommt nicht immer darauf an, ein fertiges Produkt zu entwickeln, sondern oft ist einfach auch der Weg das Ziel. Und damit bin ich am Ende von meiner Präsentation. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt können wir vielleicht noch die ein oder andere Frage, wenn gewollt, thematisieren.